Wir machen Roots. Es ist eine Fusion aus Yoga, Pilates, bewusstes Atmen. Und wenn du zu Hause noch nie Yoga oder Pilates gemacht hast, kein Problem. Ich leite dich ganz langsam an und du kannst auch mit den Teilnehmern mitwachsen und sehen, wie die Ausführungen sind. Hauptsache, du bleibst bei dir, du atmest schön und genießt diese Stunde. Wir wollen alle deine Faszien auseinanderziehen und richtig viel Prana in deinem Körper bekommen. Wunderbar. Wir starten mit einem Warm-up. Dafür setzen wir uns auf die Matte in einem Schneidersitz. Oder einen anderen bequemen Sitz für dich, wenn du nicht so sitzen kannst. Kannst du auch einen Fersensitz wählen, zum Beispiel. Oder wenn du schon ein Profi bist, einen Yoga-Block unter dein Gesäß legen. Okay. Wir beginnen mit kleinen Kreisen. Wir kreisen unseren Oberkörper vor und zurück. Vorne schiebst du das Brustbein vor und wenn du nach hinten gehst, kommst du in eine Ründung. Die Kreise können immer größer werden. Sehr schön. Und in die andere Richtung. Brust vor, contract. Wofür ist das? Um unsere Wirbelsäule zu mobilisieren, um sie geschmeidig zu kriegen. Ein bisschen Platz zwischen jedes einzelne Gelenk. Wir kommen zur Mitte. Wir atmen ein, nehmen unsere Beine nach oben, unsere Arme natürlich. Und atmen aus, zur Seite, mach dich lang. Du kannst deinen Unterarm auf dem Boden platzieren. Einatmen, zieh dich lang nach oben. Mit der Ausatmung dehnst du deine Flanke. Hier wollen wir die Dehnung spüren, von der Hüfte bis zum Arm. Und wenn du auch nur so weit kommst, ist das auch absolut okay und auch absolut richtig. Einatmen, zurück zur Mitte. Und mit der Ausatmung gehen wir vor. Platziere deine Hände auf den Boden und versuche, kleine Babyschritte zu machen mit deinen Fingern nach vorne. Halte die Position hier, atme ein, nehme deine Arme nach hinten, die Hände zusammen zu einer Faust und mit der Ausatmung ziehst du die Faust über deinen Kopf Richtung Matte. Und ihr atmet ganz bewusst durch die Nase ein und aus. Einatmen, richte dich wieder nach oben. Platziere die Hände hinter dein Gesäß. Wir atmen ein und atmen aus. Ziehen die Schultern nach hinten, der Blick geht zur Decke. Und lösen. Sehr schön. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Hierbei ist es wichtig, dass du auf die Winkel achtest. Deine Arme und deine Beine sind im rechten Winkel zu deinem Körper. Und wir machen Cat-Cow-Bewegung. Katze und Kuh. Klingt nicht so geil auf Deutsch. Ne? Also, wir atmen ein. Dabei geht unser Kopf in den Nacken und wir gehen ins gefühlte Hohlkreuz. Wir atmen aus, bringen unseren Kinn zur Brust, kippen das Becken nach innen und pressen nochmal gegen die Matte, indem wir unsere Schultern heben. Einatmen. Strecken, gefühltes Hohlkreuz, Schulterblätter schön auseinander. Und ausatmen. Warum sollt ihr durch die Nase ein- und ausatmen? Einatmen, damit die Hitze in eurem Körper bleibt. Und ausatmen. Ein letztes Mal einatmen. Genießt diesen Stretch. Wir machen es nie so ausführlich, wenn wir es alleine machen. Und ausatmen, ganz rund. Mach dich klein, mach dich krumm. Komm in eine neutrale Position. Wir wärmen jetzt unsere Schultern auf. Achtet darauf, dass ihr hier nicht kippt ins Hohlkreuz. Der Bauch ist fest, der Rücken ist gerade. Und nur die Schultern arbeiten jetzt. Und zwar tief, du senkst nur die Schultern. Und hebst und senken und heben. Atme es aus und ein. Deine Arme sind gestreckt. Falls du dich wunderst, warum meine Arme so lustig aussehen, ich habe so leicht überstreckte Arme von Natur aus. Also die bleiben einfach in einer geraden Position. Wir machen jetzt kleine Kreise mit dieser gleichen Bewegung. Das heißt, wir atmen ein, kommen hoch und atmen aus. Und wieder hoch und
Genau, warum machen wir das? Weil wir das gleich kombinieren mit Cat-Cow. Okay, kommt in eine neutrale Position, Vierfüßlerstand. Wir atmen ein, gefühlt das hohe Kreuz. Und jetzt beim Ausatmen kippst du dein Becken, ziehst deinen Bauchnabel zum Rücken, Kinn zur Brust und drückst nochmal die Schultern richtig weit weg von der Matte. Und einatmen, strecken. Ausatmen, mach dich rund, drück dich weg von der Matte, Schulterblätter weit auseinander, nochmal einatmen. Und ausatmen. Komm in eine neutrale Position, wir machen kleine Kreise mit unserem Becken, als hätten wir so eine Art Pinsel an unserer Hüfte. Und die Kreise gehen zur Seite, über die Ferse, zur anderen Seite, genau, große Kreise. Mach es ein bisschen individuell, so wie dein Körper das gerade verlangt. Mobilität ist doch immer sehr persönlich. Und wir wechseln die Seite. Übrigens, diese Übungen könnt ihr auch zu Hause machen, nach dem Aufstehen, um euren Körper in Mobilität zu bringen, aufzuwecken, die Faszien und das Nervensystem zu aktivieren. Komm in die neutrale Position. Und wir gehen in die erweiterte Kindhaltung. Das heißt, du schiebst dein Becken nach hinten, die Hände sind weit vorne, du platzierst deine Stirn auf dem Boden. Dein Oberkörper ist zwischen deinen Beinen. Übrigens, das ist eine Position, in der du dich immer erholen kannst. Wenn du merkst, es ist gerade ein bisschen viel, du kannst immer in die entweder erweiterte Kindhaltung kommen oder in die einfache Kindhaltung, wenn du deine Arme zur Seite nimmst, die Handfläche nach oben zeigt. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand und stell deine Füße hinten auf. Wir kommen in unseren ersten Down Dog. Schieb dein Po weit nach oben. Wir machen kleine Walking Dog Bewegungen. Das heißt, du läufst auf der Stelle, rollst deine Füße dabei auf und ab. Sehr schön macht ihr das. Ihr beispielhafte Schüler heute. I love it. Kipp die Hüfte gerne von links nach rechts, damit auch dein unterer Rücken weich und mobil wird. Viele Leute denken beim Down Dog, sie müssen unbedingt die Fersen auf dem Boden haben. Das stimmt gar nicht. Wichtig ist, dass man Länge im Rücken gewinnt. Das heißt, wenn du deine Fersen noch nicht auf dem Boden platzieren kannst, kannst du deine Beine beugen und du gewinnst die Länge am Rücken. Wir machen kleine Schritte nach vorne und kommen an den Anfang unserer Matte. Beugt eure Knie, verhakt die Unterarme ineinander und lasst euch richtig schön hängen. Beinrückseite strecken. Alle Nervenbahnen anrengeln. Pendelt ein bisschen von links nach rechts, so wie es euch gefällt. Und jetzt droppt alles und wir rollen super langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Sehr schön. Wir arbeiten in unserer Standhaltung, Tadasana, die Berghaltung. Was ist wichtig dabei? Zieht eure Oberschenkel nach oben, Kniescheibe hochziehen, fächert eure Zehen auseinander und platziert sie Zeh für Zeh, knackt am Rücken sogar, auf der Matte. Roots heißt nicht umsonst Roots, es geht ums Verwurzeln, ums Verankern, kräftige Stabilität zu finden. In der Mitte, im Inneren. Wir kreisen die Schultern nach hinten. Spannung bis an die Fingerspitzen, als würden da so kleine Gewichte dranhängen. Genau. Ja. Seid ihr bereit? Wir starten jetzt mit den Sonnengrüßen. Einatmen, zieh die Arme lang über die Seite. Ausatmen, beuge dich vor. Du kannst auch die Knie leicht gebeugt dabei lassen, wenn es dir noch nicht möglich ist, den Boden zu berühren. Einatmen, hebe Kopf und Brust. Ausatmen, senken. Einatmen, rechtes Bein zurück. Linkes Bein dazu. Ausatmen, herabschauender Hund. Und denkt daran, ihr dürft hier gerne eure Beine beugen. Wichtig ist in dieser Position, dass ihr das Gefühl habt, eure Hände schieben nach vorne. Die schieben die Matte richtig nach vorne. Eure Ferse drückt die Matte nach hinten.
Einatmen, rolle vor in eine Planke. Ausatmen, senk Knie, Brust und Kinn in die Matte. Einatmen, schlänge dich vor in die Cobra. Nur ein bisschen anheben, nur den Oberkörper leicht, sehr schön. Ausatmen, stell die Füße auf, gib Druck in deine Hände, komm über den Vierfüßlerstand, ausatmend in den Down Dog. Einatmen, rolle vor in eine Planke. Sehr schön. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Das ist ein enger Liegestütz, das heißt, die Ellenbogen sind ganz, ganz, ganz eng an unserem Körper. Wir atmen hierbei aus. Einatmen, heraufschauender Hund. Du schiebst dich nach vorne, die Oberschenkel sind dann auf dir. Ihr seid so toll, ich liebe das. Für dich zu Hause, du kannst deine Füße umklappen oder aufgestellt lassen. Das ist ganz individuell. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, steige mit rechts vor zwischen deine Hände. Links dazu. Nimm die Arme über die Seite, wir atmen ein. Komme nach oben, ziehen uns lang. Atmen aus, vorbeugen. Einatmen, hebe Kopf und Brust, eine gerade Linie. Auch hier, wenn du zu Hause Probleme hast, beug die Beine, während du Kopf und Brust anhebst. Ausatmen, senken. Einatmen, linkes Bein zurück. Rechtes Bein dazu. Herabschauender Hund und ausatmen, nicht vergessen. Einatmen, rolle vor in die Planke. Ausatmen, senk Knie, Brust und Kinn in die Matte. Einatmen, schlänge dich vor in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Füße aufstellen, Druck in die Hände geben, Bauch fest über den Vierfüßlerstand in den Down Dog. Einatmen, rolle vor in die Planke. Nochmal, weil es so schön ist. Und jetzt kommt unser Chaturanga Dandasana. Ausatmen. Einatmen, schieb dich vor in den heraufschauenden Hund. Kopf geht nach oben und zurück. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, steige mit links vor zwischen deine Hände. Rechts dazu. Und wir rollen auf, ganz langsam, Wirbel für Wirbel. Und kommen in unsere stehenden Haltung. Tadasana. Sehr schön. Diese Sonnengrüße könnt ihr immer machen, jederzeit zu Hause. Jeden Morgen vor der Arbeit zum Beispiel. Wir kennen den jetzt schon, also machen wir noch mal eine Runde. Bisschen fließender, okay? Einatmen, hebe die Arme über die Seite. Mach dich lang nach oben. Ausatmen, senken. Einatmen, hebe Kopf und Brust. Ausatmen, senken. Einatmen, steige mit rechts zurück. Links dazu. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Plank. Ausatmen, senk Knie, Brust und Kinn in die Matte. Einatmen, schlänge dich vor in die Cobra. Ausatmen, Füße aufstellen, Druck in die Hände geben, über Vierfüßlerstand in den Down Dog. Einatmen, Planke. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, steige mit rechts vor. Links dazu. Nehme die Arme über die Seite. Wir atmen tief ein. Ziehen uns lang nach oben. Ausatmen, vorbeugen. Einatmen, hebe Kopf und Brust. Ausatmen, senken. Einatmen, linkes Bein nach hinten und zurück. Rechtes dazu. Herabschauender Hund. Ausatmen. Einatmen, Plank. Ausatmen, senk Knie, Brust und Kinn in die Matte. Einatmen, schlänge dich vor in die Cobra. Na, wie geht's dir zu Hause? Ausatmen, Füße aufstellen, Druck in die Hände, Bauch fest. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Plank. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Ihr könnt federn,
Ihr könnt vom Gefühl her euer Brustbein immer weiter Richtung Matte ziehen. Die Brust will nach hinten, die Nase will zur Matte und die Hände wollen die Matte nach vorne schieben. Schultern schön weit weg von den Ohren. Yes. Einatmen, steige mit rechts vor, zwischen deine Hände. Und links dazu. Und wir atmen ein. Und atmen aus, beugen uns vor. Atmen ein, heben Kopf und Brust. Atmen aus, senken. Linkes Bein zurück. Rechts dazu. Down Dog. Einatmen, Planke. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, strecke dich vor eine Cobra. Ausatmen, Back to the Down Dog. Einatmen, rolle vor in die Plank. Ausatmen, ganz bewusst und ganz stark, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, steige mit links vor, zwischen deine Hände. Rechts dazu. Und wir rollen auf, super slow. Wirbel für Wirbel. Wie geht's euch? Oh. Ich hoffe, euch geht's genauso gut. Und weil es uns so gut tut, machen wir gleich weiter. Mit einer zweiten Sonnengrußvariante. Bringt eure Zehen, eure Finger von den Füßen. Heißen Zehen. So, das wollte ich machen. Zehen zusammen, Fersen zusammen. Wir atmen ein und setzen uns tief in einem Stuhlsitz. Genau, wie ein Squat. Sehr schön. Utkatasana heißt das Ganze hier. Wir atmen ein und sind hier. Atmen aus, beugen uns vor. Einatmen, hebe Kopf und Brust. Ausatmen, senken. Und jetzt, ihr geht in die Planke. Entweder geht ihr oder ihr springt, wie ihr möchtet. Gegangen würde das so bedeuten. Zack, zack. Gesprungen bedeutet das Ganze, zack, wie ihr möchtet. Ich habe nur Sportler hier, love it. Meine Athleten. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Chaturanga. Ausatmen, einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, steige mit rechts vor, drehe deinen linken Fuß nach außen für die Krieger 1 Position. Einatmen, komm hoch. Sehr schön. Ausatmen, Hände auf die Matte. Plank. Chaturanga, Babies. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, steige mit links vor, dreh den rechten Fuß zur Seite. Einatmen, Krieger Nummer 1. Ausatmen, senken. Zurück zur Planke. Und ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Und weil es so schön ist, noch zweimal einatmen, steige mit rechts vor, dreh den linken Fuß nach außen. Einatmen, Kraft zwischen eure Beine, in diese ganze Haltung. Ausatmen, senken. Zurück in die Plank. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ein letztes Mal einatmen, steige mit links vor, dreh den rechten Fuß nach außen. Ja, mit Kraft, Vitalität und Freude natürlich. Und ausatmen, senken. Zurück in die Plank. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Und wir bleiben hier auch für 5 Atemzüge. Ihr könnt eure Beine ein bisschen bewegen. Macht mal mit eurem Kopf so nein, nein, nein. Ja, 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 Bewegungen. Warum machen wir das? Man neigt dazu, ein bisschen den Kopf zu versteifen beim Hund. Wichtig ist, dass er ganz locker bleibt und dass du Kraft in deine Hände gibst, bis zu den Fingerspitzen. Alles ist an der Bewegung beteiligt. Einatmen, roll vor in die Planke. Und wir bleiben hier für eine ganze Minute. Währenddessen stellt ihr euch vor, wie schön es ist, eine Planke zu halten.
für eine Minute. Wichtig dabei ist, dass das nicht passiert. Das passiert nämlich ganz schnell. Zieht euren Bauchnabel Richtung Decke. Versucht euch vorzustellen, dass auf euch etwas liegt. Und ihr dürft nicht zusammenkrachen. Das heißt, Bauch ist ganz fest. Spannt eure Oberschenkel an, ganz doll. Und drückt die Ferse in die Rückseite des Raumes. Es gibt Stabilität für die ganze Bewegung. Wir haben noch ein bisschen, noch so 30 Sekunden. Wie geht's euch? Gut. Mögt ihr solche Übungen, so Halteübungen? Macht ihr das auch gerne? Nee, kann ich nichts tun. Alles super fit hier. Wie geht's dir zu Hause? Also ich schwitze auf jeden Fall. Ich merke, ich tue was Gutes für mich. Oh, noch 5 Sekunden. 3, 4, 5. Relax. Legt eure Knie ab. Kommt in die erweiterte Kindhaltung. Ah, eine kleine Pause für uns. Aber täusch dich nicht, sie ist nicht lang. Einatmen, komm zurück in die Plank. Und diesmal gehen wir in den Unterarm-Plank. Aber so ein bisschen Yogi-Style. Genau, ihr könnt die Hände flach auflegen. Ist ein bisschen schwerer. Versucht das ganze Gewicht zu verteilen auf diese ganze Fläche. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schieben uns vor und zurück. Wir atmen ein, atmen aus. Atmen ein. Yes. Super Vorbereitung, wenn du zum Beispiel ein Yogi bist, der gerne Unterarmstütz können will oder Umkehrhaltungen. This is the shit. Okay? Und halt. Und jetzt nehmt ihr die Arme so. Okay, achtet darauf, dass der Popo nicht zu weit oben ist, dass die Oberschenkel schön angezogen sind. Yes. Sehr gut. Es ist so einfach mit euch. Ach Gott, macht das Spaß. Okay, jetzt machen wir fiese Sachen. Wir atmen ein und drehen uns zur Seite. Genau. Atmen aus, kommen wieder zur Mitte. Atmen ein, öffnen. Genau. Atmen aus, legen wieder ab. Und jetzt machen wir den ganzen Weg mit den gestreckten Armen. Einatmen, strecken. Ausatmen. Zurück zur Mitte. Und nochmal. Einatmen, Twist. Für alle, die wissen wollen, wie sie diese Stellen hier bearbeiten. So. Und zurück. Wir legen die Knie ab und kommen in die erweiterte Kindhaltung. Für einen kleinen Break. Und ihr merkt, es ist wichtig, auch immer wieder zur Ruhe zu kommen, damit wir die Sauberkeit der Technik beibehalten. Also wenn ihr merkt, die Kraft fängt an, uns zu verlassen, macht lieber kurz ein Halt in der Child's Pose und setze dann wieder voller Kraft ein für deinen nächsten Move. Okay, einatmen, komm wieder in den Vierfüßlerstand. Wir machen eine Übung, die ist relativ einfach, aber wenn man sie präzise macht, José schwitzt, I love it. Ich auch, José. Gute Verbrennung. Wenn man sie präzise macht, ist sie sehr, sehr, sehr effektiv. Das werden wir machen. Wir werden unser Arm und unser Bein ganz langsam über den Boden schleifen, bis ungefähr auf einer Höhe, genau, und wieder zurückkommen. Aber das Ganze begleiten wir mit der Atmung, eine etwas andere Atmung als beim Yoga, nämlich eine Pilates-Atmung. Es geht darum, das Powerhouse zu aktivieren, die Mitte stabil zu halten. Was machen wir also? Wir atmen ein und beim Ausatmen wird der Bauch erstmal ganz fest. Und dann ist die Mitte stabilisiert. Und dann gehen wir erst raus. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt die Füße anziehen oder lang lassen, was euch lieb ist. Und immer wieder korrigieren, ob der Bauch durchhängt. Immer wieder gucken, gegendrücken, Bauchnabel reinziehen. Und von hier senken wir. Zack. Und heben. Und senken. Und heben. Und senken. Das ist die Jane Fonda 2.0. Nochmal. Zack. Hoch halten. Und jetzt bringen wir Ellenbogen und Knie zusammen. Und eins. Und strecken. Ziel ist, dass ihr so wenig wie möglich mit dem Körper wackelt, dass nur die Extremitäten diese Bewegung ausführen. Und strecken. Letztes Mal.
und zack und strecken und wir senken und wechseln die Seite. Schüttelt euch gerne aus. Wir atmen ein durch die Nase, aus, aktivieren das Powerhouse. Was bedeutet das? Es bedeutet, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn Leute Bauchübungen machen, dass sie dann so einen ganz aufgeblähten Bauch haben in einem besonderen Teil dieser Übung, weil falsch geatmet wird. Also, wenn wir einatmen, wird unser Bauch ja groß, weil da Luft drin ist. Wenn wir ausatmen, wird er flach und die tiefe Muskulatur ist angespannt und genau die brauchen wir jetzt. Einatmen durch die Nase, ausatmen, Powerhouse aktivieren, Stabilität schaffen und jetzt rausschleifen. Super langsam. Yes. Wenn du merkst, du bist richtig stabil, nichts wackelt mehr, nicht links und nicht rechts, dann ist es genau richtig. Und wir senken und heben. Und senken, heben. Wie geht's euch so? Schön. Es ist auch ein sehr schöner Anblick, euch zuzugucken. Es ist auch so schön, mal wieder Sport mit Menschen zu machen. Danke. So, wir halten hier oben und ziehen jetzt Ellenbogen und Knie zusammen. Ach, schön. Zack. Und zusammen. Gerade die Übungen, die so leicht aussehen, die so fließend sind, die brauchen viel Achtung, halten und senken. Schiebt euch euer Gesäß nochmal nach hinten. Kommt in einen kleinen Break. Viele Leute fragen mich, wie bekomme ich einen super Sixpack? Ich mache den ganzen Tag Bauchübungen, aber ich weiß nicht, was ich esse. Ich mache Ganzkörperübungen, mache Übungen, die die Körpermitte stabilisieren. Dann habt ihr sehr viel davon, verbrennt gleichzeitig auch noch Fett dabei. Good deal. Ihr Lieben, einatmen. Komm in den Vierfüßlerstand und wieder in die Plank. Wir atmen aus, senken den Oberkörper. Und jetzt legt ihr euch richtig ab. Nehmt einen Arm nach vorne und dreht euch auf dem Rücken, so dass ihr mich am besten sehen könnt. Könnt ihr das dann von da? Ich mache das dann von hier. Legt euch so hin, dass ihr mich sehen könnt. Yes. So, ne? Wenn ich hier Füßchen treffe. Mit Sicherheitsabstand natürlich. Wir legen uns auf dem Rücken. Und wir arbeiten mit dem gleichen Prinzip wie vorhin, mit der Powerhouse-Atmung. Euer Rücken, euer unterer Rücken klebt an der Matte, die Füße sind parallel. Ungefähr hüftweit stehen die Beine. Wir atmen ein durch die Nase, atmen aus, drücken unseren unteren Rücken gegen die Matte, der Bauch ist ganz flach. Und jetzt ziehen wir das Becken nach oben. Als würden wir unsere Wirbelsäule aufrollen, wie so eine Art Schneekette. Zuerst das Steißbein und dann den Rest. So hoch wie du kannst, halte das stabil. Wir atmen hier oben ein und aus. Powerhouse stärken. Und jetzt ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder abrollen, als würdest du deine Wirbelsäule auf der Matte stempeln mit jedem einzelnen Gelenk. Wir starten das Ganze nochmal von vorne. Einatmen durch die Nase. Ausatmen, Powerhouse aktivieren. Und jetzt rollst du dich nach oben. Yes. Sehr schön macht ihr das. Ihr auch zu Hause. Und ausatmen. Senken. Abrollen. Zweimal noch. Einatmen durch die Nase. Ausatmen. Rücken kleben an der Matte und jetzt als allererstes das Steißbein, drückst über das Schambein, jetzt hebst du die ganze Hüfte vom Boden und den mittleren Rücken, so dass du eigentlich die Auflagefläche nur zwischen Schulter, Hände und Füße hast. Hier oben atmen wir nochmal ein
Atmen aus, stecken die Körpermitte. Und jetzt rollst du ganz bewusst, ganz kontrolliert, Wirbel für Wirbel ab. Ein letztes Mal. Einatmen. Ausatmen. Kraft in die Mitte. Und jetzt aus der Mitte ziehst du dein Becken nach oben. Und wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier. Zieht eure Füße gerne ein bisschen näher ran, dass ihr ganz stabil steht, denn wir werden jetzt einzeln die Beine anheben. Wir starten mit dem rechten Bein. Zieh das Knie nach oben und streck das Bein aus. Ohne einzusacken in der Hüfte, bleib hier oben, bleib schön stabil. Und Bein absetzen. Versuch nichts anderes an deinem Körper zu bewegen, außer dieses Spielbein. Linkes Bein, Knie anziehen, Bein strecken. Halten, halten, halten und ablegen. Andere Seite. Knie hoch, Bein strecken und senken. Wechseln links. Knie nach oben, Bein strecken, beugen, senken. Korrigier nochmal, ob deine Hüfte wirklich weit oben ist. Bring sie auf ihre Maximalhöhe. Vergiss nicht immer, das Powerhouse angespannt zu lassen. Nicht nur mit den Oberschenkeln und Po anspannen, sondern vor allem mit dem Bauch. Jetzt wird's lustig. Wir nehmen das rechte Bein nach oben, also Knie nach oben ziehen, Bein strecken. Und jetzt wie ein Pinsel geht das Bein nach oben und nach unten. Flex die Füße und zieh das Bein nach unten. Point den Fuß und zieh das Bein nach oben. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Und ein. Sieht super leicht aus. Bewegt aber so viele kleine Muskeln. Und ein. Letztes Mal. Und hoch. Setz das Bein ab. Anderes Bein. Zieh es nach oben und strecken. Und wir atmen aus. Und ein. Und aus. Und ein. Weiter. Arbeite schön mit deinem Fuß in diesem Wechselspiel zwischen Flex und Point. Und hoch. Ein letztes Mal. Zack. Hoch und absetzen. Eine kurze Entspannungspause. Greift eure Knie. Schüttelt gerne oder wippt von links nach rechts, um euren unteren Rücken zu entlasten. Ihr könnt auch kleine Kreise machen. Gerne die Richtung wechseln. Sehr schön. Macht euch ganz lang. Eine unserer letzten Übungen. Arme sind über deinen Kopf. Du liegst ganz entspannt. Dadurch hast du ja automatisch einen kleinen Hohlkreuz sozusagen. Wir atmen ein und ziehen uns ganz lang. Beim Ausatmen pressen wir unseren unteren Rücken, aktivieren das Powerhouse und kommen nach oben. Und bis vorne. Ausatmen. Es ist egal, wie weit du nach vorne kommst. Wichtig ist, dass du nicht nur hier im 90-Grad-Winkel bleibst, sondern über diese Streckung hinausgehst. Manchmal kann man auch sehr gut mit einem Handtuch arbeiten. Wenn man noch nicht so weit kommt, kann man sich hier immer schön langziehen. Wir atmen ein, ziehen uns lang nach oben, atmen aus, aktivieren das Powerhouse und rollen Wirbel für Wirbel ganz kontrolliert wieder ab. Arme über deinen Kopf. Einatmen. Ausatmen. Aktivieren. Komm nach oben. Ohne Schwung mit Kraft. Yes. Und ausatmen. Einatmen. Zieh dich lang nach oben. Ausatmen. Kraft in den Bauch. Und als erstes kippst du dein Becken. Dann berührt der untere Rücken die Matte. Dann der mittlere, dann die Schulterblätter und dann am Ende erst der Kopf und jetzt erst die Hände. Kapisch? Einatmen. Ausatmen, Bauch anspannen
und roll dich nach oben. Und als würde dich jemand richtig ziehen, als würde ich José hier so ziehen. Genau. Einatmen hoch, ausatmen fest und langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Okay, die Hände gehen hinter euren Kopf. Eure Beine gehen nach oben. Und wir machen einen Crunch der etwas anderen Art, nämlich mit unseren Beinen. Wir atmen ein und bringen unseren Oberkörper nach oben, sodass hier ganz viel Spannung im Bauch ist. Und die Beine machen zack und ran. Genau. Und ausatmen, einatmen. Aus, ein. Wenn du ausatmest, ist der Bauch flach. Wenn du einatmest, wird er größer. Zack. Boom. Gib mir noch vier. Korrigier deine Spannung in der Mitte. Zwei. Und der letzte. Sehr schön. Und lösen. Greif deine Beine. Pendel von links nach rechts. Schaukel. Mache Kreise mit deinen Knien. Und in die andere Richtung. Sehr schön. Mache dich bitte lang. Arme und Beine von dir strecken. Ganz kurzen Shavasana. Viele Leute denken, Yoga besteht aus ganz vielen Asanas, also die Yoga-Haltungen, die Posen. Und dass es darum geht, seine Beine zu verknoten oder ganz besonders schwierige Balanceübungen oder Umkehrhaltungen zu machen. Aber diese Haltung hier, Shavasana, einfach nur auf dem Rücken zu liegen, ist eine der wichtigsten Haltungen in einer Yoga-Klasse. Weil hier erlaubst du, dass alles, was du bisher gemacht hast an Haltungen, auch wirken können. Hier gibst du den Raum. Und wenn du richtig in dich reingehst und das fühlst, spürst du auch, wie dein Körper arbeitet, wie alles pulsiert und vibriert. Du kannst ein Shavasana auch gerne länger für dich machen zu Hause. Mach so eine entspannte Musik an und gibst dich der Meditation hin. Nimm das rechte Bein nach oben zu dir, zur Brust. Kreise deinen Fuß. Wir strecken das Bein. Und auch hier kannst du mit deinen Füßen spielen. Da merkt man, wie jede einzelne Faszie und wie die Bänder auch ganz anders reagieren. Beuge das Bein und lege das über das andere Bein rüber, Kopf entgegengesetzt. Rolle zurück zur Mitte, leg ein Bein auf das andere, greife durch die Mitte und zieh das Bein zu dir ran, sodass du hier an der Seite eine Dehnung spürst. Und lösen. Das linke Bein bleibt bei dir an der Brust. Kreise deine Füße. Und wir strecken das Bein. Beuge das Bein, leg es über das andere Bein rüber. Kopf entgegengesetzt. Ah, hier knackt es auch gerne. Und komm zurück in die Mitte. Lege das Bein über das andere, greife durch die Mitte und ziehe dein rechtes Bein zu dir ran. Lösen. Zieh dich an deinem Bein nach oben und komm in eine sitzende Haltung. Atme noch einmal ein und aus.
Noch einmal einatmen. Und wir bringen die Hände zusammen vor unserem Herzen. Ich danke euch, ihr Lieben. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Und bleibt dran, probiert was Neues aus. Und vor allem ergänzt euer Training auch mal mit anderen Reizen. Das ist zum Beispiel wunderbar, wenn du Krafttraining gewohnt bist oder Ausdauertraining, ist es eine wundervolle Ergänzung. Viel Spaß mit Roots.